Bodenwelle! Yeah. Servus Leute, willkommen zu einer neuen Folge Stuck with Cars. Wir sind hier gerade angekommen und heute geht es darum, was zu fahren, und zwar mit einem Helm. Und ich sehe schon, was es ist. Ich habe letzte Woche, war ich mit dem Kumpel in der Stadt und habe diese Teile gesehen. Da wart ihr so zu zehnt wahrscheinlich. Du saßt ganz vorne wahrscheinlich. Ja, meistens. Und ich habe heute die große Ehre, dass wir so eine kleine Privattour bekommen. Und wir nehmen euch natürlich mit. Die Dinger fahren 88. Das heißt, du darfst damit auch auf die Autobahn. Echt jetzt? Ja, auf der Autobahn. Genau. Ja, was aber nicht wirklich Laune macht. Also mehr Laune macht das, was wir, glaube ich, heute machen. So ein bisschen durch die Stadt düsen. Also seit April machen wir Touren in München. Und ja, macht einen Heidenspaß. Ja, lass doch mal reinschauen, Leute. Also das sieht ähnlich aus wie beim Go-Kart mit den Lenkstangen. Ganz genau. Ja, nur aufpassen, dass die Spiegel nicht abtritzt. Also rechts Gas, links Bremse oder wie? Genau. So Leute, jetzt habe ich eine kurze Einweisung bekommen. Jetzt muss ich, glaube ich, noch beim Stefan meinen Führerschein vorzeigen. Ein Traum. Bist du, meinst du das? Da hatte ich noch keinen Bart. Aber bin schon ich auf jeden Fall. Perfekt, also ich bin auf jeden Fall dann ready. Zack, und es kann losgehen. Können wir losfahren? Ein Traum. Bist du hier? Okay, jetzt sind wir ready. Viel Spaß! Ich sehe wahrscheinlich vollkommen bescheuert aus. Aber ey, das ist ja richtig geil, ey. Haha, check. Mega. Ich sag euch, Leute, das ist echt mega witzig. Ist total direkt. Keine Federung. Wiegt nix, das Ding. Ey, man ist direkt überm Boden. Und das alles auch noch mit Straßenzulassung. So geil, ey. Und Bodenwelle! Yeah! Ey Leute, ich sag's euch schon, wenn man hier 50 fährt, 40, 50, es fühlt sich mega schnell an. Die Bodenwellen, wie so bei Mario Kart. Echt Hammer. Fehlen nur noch die Bananenschalen. Schwupps, schwupps. Servus! Das nenn ich mal eine Bodenwelle, ey. Beim Stefan, der war so hoch in der Luft, das ist echt so hoch. Ja, jetzt sehen wir wieder mal ein Beispiel des Münchner Verkehrs. Ne? Das ist Stau. Da ein ebenfalls bekanntes Mobil. Auch interessant. Ja, servus. Ist geil, gell? So 80. Einmal hier Hot Rod Fun Tour München. Ja. Gerne. Macht echt Bock. Oh, 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 oh. Also hier merkt man die Bodenwellen auf jeden Fall. Also Leute, da vorne seht ihr, das ist Sightseeing, wie manche Leute es machen. Und das hier ist Sightseeing mit Action, wenn ihr versteht, was ich meine. Oh, da ist die Polizei, Leute, Achtung. Und ich bin über Orange gefahren, hoffentlich gibt das keinen Ärger. Das ist vollbracht, das hat auf jeden Fall mega Bock gemacht. Ich bedanke mich schon mal an der Stelle, dass ich hier überhaupt fahren dürfte für die kleine Tour auf nach München. Ja, gern. Also Leute, ich muss euch sagen, wenn ihr so Sightseeing machen wollt, zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel, dann müsst ihr euch überlegen, entweder ihr setzt euch in so einen blöden Bus oder ihr fahrt einfach selber und schaut dann die geilen Sachen an. Ich muss sagen, ich hatte mega Spaß, absolutes Go-Kart-Feeling. Wenn ihr jetzt mal selber buchen wollt, ruft auf hotrodfun.com. Hotrodfun.com. Ja, und wir freuen uns natürlich über ein Like, und ihr könnt natürlich, wenn ihr Fragen habt, immer gerne kommentieren.